wir gleich unsere ersten Strafpunkte. Morgen aus Monaco. Jetzt leider nicht auf Spikes umziehen. Okay, ZR5 steht an. Ist es 5? Es ist schon 6. Ah, ZR6 steht jetzt an. Und ihr seht, brutal viel Schnee. Und ZR5 war schon sehr schneig, da hatten wir normales Spikes aufgezogen, das lief auch ganz okay. Jetzt haben wir nochmal einen etwas grobstolligeren Spike-Reifen drauf. Ich bin gespannt, wie es wird. Tag 2 beendet. Ne? Es ist schon eigentlich Tag 4, aber es ist der zweite Tag mit Wertung. Mit Wertung, ja. Genau. Wie ihr gerade gesehen habt, war die Bedingung genauso, wie wir es uns erhofft haben. Schön eisig und schneereich. Die ersten beiden Ergebnisse sind jetzt wieder sehr gut. Wir haben noch einmal eine Strafe gekriegt. Die hat uns 240 Punkte gekostet, glaube ich, weil die überprüfen uns im Dorf, dass man 30 fährt. Das haben wir die ganze Zeit getan, haben aber nicht eindeutig sehen können, wann der Ort vorbei war. Deswegen bin ich einmal kurz rauf gewesen, bei 57 km/h gewesen, dann sofort wieder abgebremst, weil das Ding gepiept hat. Naja, das hat schon uns 20 Punkte gekostet. Aber trotzdem mit der zweiten WP heute und schon wieder 30 Plätze vorgeholt. Ja, danke. Mhm. Dass du mir mal schön vors Auge, vors Gesicht treibst. Also, heute war ein guter Tag. Die anderen Ergebnisse von den letzten oder von den anderen WPs heute sind noch nicht da. Guten Morgen. Tag 3, WP1 steht an, viel Eis soll wohl auf der Strecke sein, nach einer Ortschaft. Wir haben jetzt Bikes drauf. Schauen wir mal, wie es läuft. Der gestrige Tag war ja ganz gut. 3, 2, 1, 0. Rechter Fahrer. Thank you.
WP9 steht an. Gleiche Bedingungen wie gerade eben? Wahrscheinlich. Gleich, ja. Tag 5 startet bzw. endet eigentlich auch gleich schon wieder, denn jetzt steht die Nacht der langen Messe an. Die ersten 3 WPs heute waren gut, von den Bedingungen her waren sie völlig in Ordnung, kein Schnee oder Eis gehabt. Deswegen fangen wir mit dem Video, also mit dem Tag heute, direkt mit dem Nacht der langen Messe an. Wir sind jetzt auf gesamt 15, denken mal, dass in der Ergebnisliste nach den 2 WPs, die jetzt kommen, noch ein bisschen was passieren wird. Für uns vielleicht fürs Negative, ins Negative oder ins Positive. Mal schauen. Dann hoffen wir mal, dass wir gut durchkommen. Null.
rechts eins. 150 links eins. 80 links eins. Links eins. Und 200 nochmal links eins. Links eins voraus. Genau an dieser Stelle hatte der Akku leider keine Lust mehr aufzunehmen. Naja, ZR16 war jetzt auch von den Verhältnissen her nichts Dramatisches. Ich denke, man hat jetzt durch die beiden Videos ganz gut mitbekommen, wie die WPs so verlaufen oder ablaufen. Wir sind dann um 2 Uhr morgens im Hafen von Monaco wieder eingelaufen und haben dann den Abend mit ein paar Bierchen und ein paar Snacks ausklingen lassen. Und ja, damit dann auch die Monte. Hätten gar nicht gedacht, dass das von den Verhältnissen doch so anspruchsvoll wird. Fahrerisch hat es sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich auch das Ganze drumherum, die 1200 Kilometer Anfahrt und all was dazugehört, war ein schönes Abenteuer auf jeden Fall. Wir sind jetzt letztendlich auf dem 21. Gesamtrang gelandet. Für uns, für die erste Teilnahme, völlig in Ordnung. Und ja, ich hoffe, euch haben die beiden Videos gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abonnement da. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.